Hallo. Ja, danke schön. Ich bin heute einen weiten Weg hergereist. Tatsächlich habe ich aber 4 Jahre lang in Wien gewohnt und deshalb musste ich kurz erklären, beziehungsweise in Wien musste ich immer erklären, dass Schnacken und Schnackseln nicht das Gleiche ist. Es hat immer zu sehr viel Verwirrung geführt in Österreich. Aber wir sind in Hamburg. Ich hoffe, ihr wisst alle, dass das 2 verschiedene Dinge sind. Ja, und ich würde sagen, ich fange auch gleich an. Ich bin lange nicht mehr aufgetreten, ich bin ein bisschen nervös, aber ich glaube, ihr seid nett. Der Text trägt den Titel Männers mit E. Viel Spaß. Meine Cousine hat sich letztes Jahr zu Weihnachten ein Spiel gewünscht. Kacke-Alarm. Drückt den Pümpel, bis Mr. Kacke rausspringt. Mr. Kacke ist eine braune Wurst mit Händen und Augen und einem breiten Grinsegesicht. Hui, da ist der ja. Steht auf der Packung neben Mr. Kackers grinsendem Gesicht, die Hände gestreckt wie Hui-Bu. Hui, da ist der ja. Und meine Cousine sitzt vor der Kloschüssel mit dem Pümpel in der Hand und schaut zu Mr. Kacke auf, als sei er der heilige Messias. Das Spiel gibt's wirklich und das ist auch wirklich genauso auf die Packung aufgedruckt. Wenn Mr. Kacke dann herausspringt, schreien die Kinder, hui, da ist der ja. Und müssen versuchen, Mr. Kacker zu fangen. Wirklich. Meine Cousine liebt das Kacker-Alarmspiel. Sie saß da bestimmt eine halbe Stunde mit dem Pümpel in der Hand und hat sich immer gefreut, wie verrückt, wenn Mr. Kacker rauskam. Alle sagen immer, die Jugend von heute. Aber die, die das sagen, sind doch die gleiche Boomer-Generation, die solche Spiele überhaupt erst entwickelt haben. Okay, ich meine, früher gab es auch schon Zicke-Zacke-Hühnerkacke. Aber ich habe lieber SOS-Affen-Alarm gespielt. Lotti Karotti, das magische Labyrinth oder Sagerland. Denn Shitty Männer, meine persönlichen Mr. Kackers, hatte ich auch so in meinem Leben. Ist doch nur ein Spiel, meinte mein Onkel, als er sein Bein in meine Kniekehlen gedrückt und mich auf den Boden geworfen hat. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Du tust mir weh, habe ich gesagt, aber er hat nicht losgelassen. Judo ist ein Kampfsport, das muss man halt aushalten, hat er gesagt. Stell dich nicht so an. Mein Uropa hat mir auf WhatsApp geschrieben, das Einzige, was ihm noch Freude bereitet, ist das Masturbieren. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll ihn blockieren. Und wie blockiere ich ihn im echten Leben, hätte ich gerne gefragt, aber Mama hätte nur gesagt, tja, Familie kann man sich halt nicht aussuchen. Und bei der nächsten Feier hat meine Cousine freudig gerufen, ui, da ist der ja, und ist in seine offenen Arme gelaufen. Weglaufen wollte ich, als mein Opa mich nach ein paar Flaschen Bier und ein paar Gläsern Rotwein abknutschen wollte und mich festgehalten hat. Und ich konnte mich nicht aus seinem Schraubstockgriff entwinden. Hab dich nicht so, hat er gelacht und seine schiefen gelben Zähne entblößt. Entblößt habe ich mich gefühlt im Reisebus in Marokko. Ich habe aus dem Fenster geschaut und die Leute beobachtet und mein Blick hat den der 2 Männer auf dem Motorrad gekreuzt. Sie haben nicht weggeschaut und ich habe den Blickkontakt gehalten, weil ich dachte, das ist ein Spiel. Wer zuerst blinzelt, hat verloren. Aber für sie war das kein Spiel, sondern ein Flirtversuch. Und der eine hat mich angegrinst. Lüstern, schmierig, eklig. Und obwohl ich ihm von meinem Sitz im Bus aus überlegen war, habe ich mich unterlegen gefühlt. Machtlos. Ich habe Angst bekommen. Bin in meinem Sitz zurückgesunken und habe die Gardine zugezogen. Ich habe meiner Mutter davon erzählt. Meine Mutter hat nur gelacht und gesagt, aber das musst du doch wissen. Wir sind in einem muslimischen Land, du darfst den Männern nicht in die Augen schauen. Das gehört sich nicht für eine Frau. Bin ich schon eine Frau, hätte ich gerne gefragt, weil ich war erst 12. Noch ein Mädchen eigentlich, aber fast schon ein Teenager und ich hatte schon meine Periode. Und sie haben gesagt, jetzt bist du eine Frau. Dass nicht alle Frauen ihre Periode haben und nicht alle, die ihre Periode haben, Frauen sind, das hat mir damals niemand gesagt. Also habe ich nicht gefragt, ob ich überhaupt schon eine Frau bin. Ich habe gefragt, warum ich die Männer nicht anschauen darf, aber die Antwort nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum ich nicht mit dem netten fremden Mann mitgehen durfte, weil er war doch nett zu mir. Ich dachte mir, ui, da ist er ja. Und habe zu ihm aufgeschaut, als sei er der heilige Messias. Weil er hat die Jungs verjagt, die mir aufgelauert sind, mir den Weg versperrt und mich getreten und geschubst haben. Er hat mir ein Taschentuch für meine Tränen gegeben und mich auf sein rosa Fahrrad gesetzt. Setz dich, hat der Polizist als nächstes gesagt und ich musste dem Beamten von einem netten fremden Mann mit dem rosa Fahrrad erzählen. Das war ein Mitschnacker, hat meine Mutter
aufgebracht gerufen, weil man in Norddeutschland so die Männer nennt, die Kindern Fotos von Kaninchen zeigen und sie dann mitnehmen, mitschnacken. Aber wenn selbst nette Männer auf rosa Fahrrädern potenziell gefährlich und böswillig sind, wem darf man dann noch trauen, habe ich mich gefragt. Wenn ich selbst schuld daran bin, dass Männer mich lüstern anstarren, weil ich es provoziert habe, auch wenn ich nur, wer zuerst blinzelt hat, verloren spielen wollte. Was soll man noch machen, wenn die eigenen Verwandten Grenzen überschreiten, die sie wegwischen mit einem Mensch? Ärger dich nicht. Denn das ist kein Spiel, wenn du Angst hast, dass du nachts nicht nach Hause kommst, bevor dich jemand aus dem Hinterhalt wegkickt wie die Holzfigur auf dem Spielbrett. Wenn du Angst hast, dass jemand hinter der nächsten Hausecke hervorspringt wie Mr. Kacke aus der Kloschüssel. Dann ist das keine Paranoia, das ist Angst. Weil das ist kein Spiel. Und wenn es eins wäre, dann hättest du schon von Anfang an verloren.